Ich bin Paola Petrucelli vom Lateinamerika-Forum und ich möchte Sie heute bei dieser Veranstaltung als Moderatorin begleiten. Ich begrüße sehr herzlich zu dieser Veranstaltung zur Aktualisierung der Partnerschaftsvereinbarung zwischen Caramarpa und Treptow-Köpenick, Sie alle begrüßen zu können. Und wir werden hier dieser Aktualisierung beiwohnen, indem diese Vereinbarung erneut unterschrieben wird, die schon 23 Jahre alt ist. 1998 begann diese Städtepartnerschaft und es gab ungeheuer viele Aktivitäten, Projekte, Verbindungen, die im Rahmen dieser Partnerschaft entwickelt worden sind. Dank des Engagements sehr vieler Menschen, die unterschiedliche Kulturen vertreten, die aber eine ähnliche Vorstellung haben. Und die Entfernung zwischen diesen beiden Städten war kein Hindernis für eine gute Kooperation und für ein gemeinsames Lernen. Diese Aktualisierung der Städtepartnerschaft steht im Zusammenhang mit einer Realität, die sich sehr schnell verändert, wie wir alle wissen. Und darum sind auch Anpassungsmaßnahmen notwendig, wie zum Beispiel die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen. Und diese Ziele können uns in diesem Prozess der Anpassung helfen und eine Unterstützung sein. Und deshalb gibt es die Aktualisierung der Städtepartnerschaftsvereinbarung. Und das ist ganz besonders wichtig, ganz besonders, um auch neue Herausforderungen anzugehen. Dazu gehört zum Beispiel das Umweltproblem, der Klimawandel. Eines der Ziele, Nummer 17, bezieht sich eben gerade darauf, auf die Stärkung von Bündnissen, um auch die anderen 16 Ziele zu erreichen. Und das zeigt, wie wichtig es ist, dass man Projekte dieser Art auch am Leben erhält, als einen Rahmen für den Austausch von Erfahrungen zwischen unterschiedlichen Ländern und unterschiedlichen Bereichen. Ich möchte jetzt unsere Gäste vorstellen. Der Botschafter Perus in Deutschland, Elmar Cialer, der Bürgermeister von Cajamarca, Andres Villar, der Bürgermeister von Treptow-Köpenick, Oliver Igel. Herzlich willkommen alle. Und wir haben auch die beiden ehemaligen Bürgermeister bei uns, diejenigen, die die erste Unterschrift unter die Vereinbarung gesetzt haben für die Städtepartnerschaft. Das ist der Ex-Bürgermeister Lucio Guerrero und von Treptow-Köpenick Klaus Ulbricht. Herzlich willkommen an die ehemaligen Bürgermeister. Wir beginnen nun mit einem Gruß von Seiten des Botschafters Perus in Deutschland, Elmar Cialer. Und ich gebe dem Herrn Botschafter damit das Wort. Vielen Dank. Bin ich zu hören? Vielen Dank und guten Tag an Sie alle. Ich, sehr geehrter Herr Bürgermeister des Bezirks Treptow-Köpenick, Herr Oliver Igel, sehr geehrter Herr Bürgermeister der Provinz Cajamarca, Herr Victor Andres Villanueva, Navro, sehr geehrte Kommunalvertreter und Vertreter der Zivilgesellschaft, sehr geehrte Damen und Herren. Ich möchte mich bei Ihnen für die Gelegenheit bedanken, Sie anlässlich der Aktualisierung der Partnerschaftsvereinbarung der Provinz Cajamarca und dem Berliner Bezirk Treptow-Köpenick einige Worte an Sie richten zu können. Es ist mir eine große Freude, dass ich Teil dieser Veranstaltung sein kann. Sie zeigt, wie wichtig die Kooperation und die gemeinsame Arbeit zweier Gesellschaften ist, um gemeinsame Ziele und das Wohlergehen ihrer Mitglieder zu erreichen. Gemäß Resolution 2861 der 26. Generalversammlung der Vereinten Nationen sind Partnerschaftsvereinbarungen, ich zitiere, eine außergewöhnlich wertvolle Form der Kooperation, weil sie nicht nur die lokalen Amtsträger, sondern ganze Bevölkerungsgruppen zusammenbringen. Während meiner Jahre als Botschafter Perus in Deutschland durfte ich die Erfolge erleben, die diese Vereinbarung beiden Kommunen gebracht hat. Insbesondere in den Bereichen Bildung, Kultur, Umwelt und auch, was ganz wichtig ist, beim Jugendaustausch.
All dies hat zur Stärkung der freundschaftlichen und kooperativen Beziehungen zwischen Cajamarca und Treptow-Köpenick beigetragen, ebenso wie zur Vertiefung der bilateralen Beziehungen zwischen Peru und Deutschland. Ich möchte darauf hinweisen, dass Treptow-Köpenick und Cajamarca bereits 1997 die ersten waren, die eine Städtepartnerschaft zwischen peruanischen und deutschen Gemeinden oder Städten geschlossen haben. Damit haben sie einen fruchtbaren Weg eröffnet, dem dann 2006 die peruanische Stadt Villa El Salvador und die Stadt Tübingen im Jahre 2006 folgten. Die Pionierarbeit von Treptow-Köpenick und Cajamarca hat auch in dieser Hinsicht Früchte getragen. Ich freue mich auch deswegen sehr über die Entscheidung, die Städtepartnerschaft zu aktualisieren. Ich werde jetzt Deutsch sprechen. Ich bin ja der Botschafter in Deutschland und da muss man das Beste von beiden Ländern bringen. Señoras y señores, los tiempos. Neue Situationen zu betrachten und uns neue Herausforderungen zu stellen. Und die Antwort ist natürlich klar. Nur gemeinsam können wir diese erfolgreich begegnen. Daher halte ich für sinnvoll, wie schon Frau Petrucelli erwähnt hat, dass diese Programme und Projekte des Partnerschaftsabkommens im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Agenda 2030 der Vereinten Nationen stehen. So ergeben sich neben den üblichen Themen der Partnerschaftsabkommen jetzt neue Interessensgebiete wie Gesundheit, nachhaltiger Tourismus, erneuerbare Energien, Digitalisierung von kleiner und Mittelstand und so weiter. Diese verkörpern neue Herausforderungen und sind diejenigen, die wir jetzt angehen müssen. Ich möchte noch einmal den Behörden bei den Gemeinden sowie den Mitgliedern der Zivilgesellschaft, die Teil dieser Partnerschaft sind, meine aufrichtigen Glückwünsche für die geleistete Arbeit auszusprechen und meine besten Wünsche für den Erfolg in dieser neuen Phase, die heute beginnt, zum Ausdruck bringen. Ich bitte alle, die peruanische Botschaft als aktiven Partner bei der Umsetzung dieses Abkommens zu betrachten. Vielen Dank. Muchas gracias, señor embajador, por su intervención. Vielen Dank, Herr Botschafter, für Ihre Worte. Das scheint mir sehr wichtig zu sein und ich möchte vor allen Dingen hervorheben, dass Sie von der Pionierarbeit gesprochen haben, die Cajamarca und Treptow-Köpenick geleistet haben. Bin ich zu hören? Herr Peter Groß, Sie hören mich nicht? Aber mir scheint es, dass die anderen hören können, darum kann ich weitersprechen. Ich möchte Ihnen sagen, dass leider der Botschafter Deutschland in Peru nicht anwesend sein kann. Und wir haben im ersten Block Cajamarca. Wir hören erst einmal das Grußwort des Bürgermeisters von Cajamarca, Herrn Andrés Villar. Und Herr Villar, ich gebe Ihnen gern das Wort. Vielen Dank. Für uns ist es eine große Freude, dass wir die Arbeit fortsetzen können, die wir innerhalb der Städtepartnerschaft entwickelt haben, die immer sehr fruchtbar gewesen ist. Und es gab sehr viele Aktionen, die entwickelt worden sind mit der besonders anfälligen Bevölkerung in Cajamarca. Es ist nicht nur Teil der Kommune, sondern es hat auch eine ganze Reihe von Institutionen und der Zivilgesellschaft gegeben, die sich auch verpflichtet haben, die Aktivitäten zu begleiten und zu entwickeln im Rahmen dieser Städtepartnerschaft. Und gleichzeitig sind neue Aktionen, neue Linien herausgearbeitet worden, wo wir arbeiten können. Und für uns ist das, wir sind voller Hoffnung angesichts der neuen Etappe, in die wir eintreten werden. Und wir sind sehr dankbar und wir freuen uns sehr
dass wir diese Pionierarbeit leisten konnten und dass wir diese wichtige Beziehung aufrechterhalten können mit Treptow Köpenick. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Villar. Ja, es gibt viele Menschen, die sich beteiligt haben an dieser Zusammenarbeit und die einen wertvollen Beitrag leisten, damit das gemeinsame Projekt am Leben erhalten wird. Wir sprechen auch von der Zivilgesellschaft und sie wird heute hier von Camarca durch Jorge Castañeda repräsentiert. Und ihm gebe ich jetzt das Wort. Herzlichen Dank, Herr Bürgermeister, Behördenvertreter aus Cajamarca, Herr Oliver Igel, Bürgermeister, Bezirksbürgermeister von Treptow Köpenick, alle Vertreter der Zivilgesellschaft aus Treptow Köpenick und aus Cajamarca. Die Städtepartnerschaft Cajamarca Treptow Köpenick ist eine gemeinsame Organisation, die sich seit 23 Jahren in ständiger Abstimmung mit der Provinzverwaltung von Cajamarca und der Stadtverwaltung und der Zivilgesellschaft von Treptow Köpenick engagiert. Die Städtepartnerschaft entstand im Zuge einer institutionellen Kooperationsvereinbarung im Jahr 1998 im Rahmen der Ziele der lokalen Agenda 21. Damals wurde sie unterzeichnet. Heute kehren wir zurück, um uns mit demselben Geist der Freundschaft, der Solidarität und Zusammenarbeit und gegenseitigen Brüderlichkeit wiederzutreffen und unser Engagement im Rahmen der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Agenda 2030 fortzusetzen. Wir tun dies mit Freude, Erwartung und Hoffnung darauf, weiterhin einen Beitrag zu leisten und Ideen für eine bessere, gerechtere und solidarischere Welt einzubringen. Unser beharrlich guter Wille hat es unserer Städtepartnerschaft ermöglicht, im Laufe der Jahre viele Projekte umzusetzen, wie zum Beispiel kulturellen Austausch, technische Beratung, berufliche und pädagogische Praktika. Ein Beispiel hierfür ist die Partnerschaft der Kindergärten 105 und 17 in Cajamarca sowie Kleiner Fratz und Waldspielhaus in Treptow Köpenick. Unsere Arbeit strebt dabei immer nach Nachhaltigkeit, um eine Kontinuität zu gewährleisten. Außerdem folgen wir einem generationsübergreifenden Ansatz, um die Werte und Lehren der Älteren im Austausch mit den Jüngeren zu bewahren und so das Wertvolle dieser Erfahrungen und der Umsetzung menschlicher Werte zu erhalten. Das Projekt mit dem Namen Gemeinsam gegen Covid-19 in Cajamarca, Peru wurde gerade erfolgreich durchgeführt und kam direkt 1500 Menschen zugute, die Mitglieder des Vereins sind, wie zum Beispiel die Bildungseinrichtung 105 und 17, der Schule San Vicente de Paul, der Bewegung der Kinder und Jugendlichen Micanto, dem Hogar Santa Dorotea und der Seniorenvereinigung der 6 Biogärten in den Dörfern Venecia, Tardachico, La Pacha und der Justizvollzugsanstalt in Huacariz, die vom technischen Team des Zentrums für Seniorenarbeit SIAM der Gemeinde Cajamarca ausgebildet wurden. Die Covid-19-Aufklärungs- und Informationsmaßnahmen erfolgten durch die Entwicklung von Informationsmaterialien wie Erklärvideos, Flyern und Infografiken, die die Covid-19-Präventionsprotokolle veranschaulichen und deren virtuelle Anwendung über die Homepage unserer Organisation. Die Programme der Strategie Aprendo en Casa, ich lerne zu Hause, und der Bildungseinrichtung sowie die tägliche Kommunikation zwischen Lehrern und SchülerInnen und deren Eltern über WhatsApp, hauptsächlich zur Ankündigung des Radiospots, der parallel und bis Ende Januar 2021 auf den Radiosendern von Radio Líder, La Exitosa und La Caribeña lief, aber auch über Lautsprecherwagen in den Hauptstraßen der Stadt, vor allem aber in ländlichen oder marginalen städtischen Gebieten, wo die Biogärten liegen. Dort wurde der Spot übertragen und hinzu kommen dann die Sensibilisierungskampagnen, die SIAM in seinem Einflussbereich durchgeführt hat. Es erfolgte im Rahmen des Projekts die Herstellung und der Vertrieb von Masken. Hierzu zählen der Kauf von Materialien, Nähmaschinen, Oberlocker, Stopfaden, Gummiband und die Anleitung der Schneiderin. Die Herstellung von 3000 Masken, von denen 1500 an die Begünstigsten des Projekts verteilt wurden und 1500 verkauft werden, um so die nachhaltige Entwicklung der Nähwerkstatt von Micanto zu fördern. Die Einrichtung von 6 Biogärten und der Anbau von Knollen und Gemüse in den Dörfern Venecia, dort in Los Cipreses und Alejandro Briones, in Tartachico bei Siempre Jóvenes und Los Tarujos
und in La Pachaca und in der Justizvollzugsanstalt Huacariz. Hierzu gehörte auch der Einkauf von Material und Saatgut, die in den 6 Gärten verteilt wurden, wo der Boden vorbereitet wurde und die Samen unter entsprechender Anleitung gesät wurden, mit Blick auf die Anbaulänge, Ernte, Verbrauch und Verkauf der Produkte, um die Nachhaltigkeit zu fördern. Die Weiterbildung, die wir im Projekt der Kommunalen Partnerschaft für Nachhaltigkeit der Servicestelle Kommunen in der einen Welt erhalten haben, beteiligt uns an der Kooperation zwischen Zivilgesellschaft und Provinzverwaltung zur Teilhabe am vereinbarten Entwicklungsplan und der strategischen Planung der Regionalregierung. Wir arbeiten derzeit mit der Gemeinde Treptow-Köpenick, der dortigen Zivilgesellschaft, der Provinzverwaltung Cajamarca sowie der Zivilgesellschaft von Cajamarca an Projektvorschlägen, von denen wir sicher sind, dass sie mit der Unterstützung und dem stetigen und andauernden Engagement unserer Kommunalverwaltung und ihren hervorragenden Fachleuten bald anlaufen werden. Diese Arbeit erfolgt im Rahmen des Programms der Kommunalen Partnerschaft für Nachhaltigkeit, das die Umsetzung von Projekten und die Stärkung von Bündnissen im Sinne der nachhaltigen Entwicklung fördert. Abschließend möchten wir den Bürgermeistern von Cajamarca, Andrés Villarnarro, und dem Bürgermeister von Treptow-Köpenick, Oliver Igel, unseren Dank für die Unterzeichnung dieses Abkommens aussprechen, das die Hoffnung und den Glauben an den Kampf für eine nachhaltige Entwicklung für unsere Bevölkerung lebendig hält. Vielen Dank. Vielen Dank, Jorge, für diesen Beitrag und auch für diese Zusammenfassung der vielen Projekte, die sich ja solch in aktuellen Themen wie Covid-19 widmen oder aber der nachhaltigen Entwicklung in der Landwirtschaft. Wir werden jetzt einen kurzen visuellen Block haben, wo wir in Ausschnitten Beispiele für die peruanische und deutsche Kultur sehen und auch Einschätzungen aus der Zivilgesellschaft aus beiden Ländern hören, was die Städtepartnerschaft betrifft. Zunächst einmal gibt es einen Beitrag von Samuel Tuktulimay aus Cajamarca. Jetzt bitte das Video. Bye.
Wir hoffen sehr, dass Ihnen die Musik gefallen hat von Samuel Ducdolimay. Jetzt kommt ein für uns sehr symbolisches Video, denn jede Person hat natürlich eine ganz eigene Vorstellung dessen, was die Städtepartnerschaft bedeutet. Und deswegen ist es total spannend zu hören, welche individuellen Einstellungen zur Städtepartnerschaft es gibt. Wir werden im kommenden Video verschiedene Personen hören, die sich im Rahmen der Städtepartnerschaft engagieren und die uns erklären, welche Bedeutung die Städtepartnerschaft für sie hat. Städtepartnerschaft bedeutet für mich, die Perspektive auf die eigene Arbeit zu erweitern und sie damit in einem anderen Kontext zu reflektieren. Ermöglicht wird uns das durch unseren Partner Mikanto. Die Städtepartnerschaft bedeutet für mich, Lehren und Lernen, um eine nachhaltige Entwicklung zu ermöglichen. Die Städtepartnerschaft ist für mich die Arbeit an der Agenda 2030. Mit SDG 17 können Cajamarca und Treptow-Köpenick global handeln. Die Städtepartnerschaft bedeutet für mich die Erfüllung globaler Ziele für die menschliche Entwicklung. Die Städtepartnerschaft bedeutet für mich Bildung für nachhaltige Entwicklung. Para mí el hermanamiento significa trabajar en equipo para preservar el medio ambiente y Umwelt zu schützen und in einer besseren Welt zu leben. Städtepartnerschaften zeigen uns, wie Verwaltung und Zivilgesellschaft zusammenarbeiten können. Der kulturelle sowie der wirtschaftliche Austausch, aber auch die gegenseitige Unterstützung bestärken die meisten langjährigen Freundschaften. Para mí el hermanamiento significa un espacio de integración para el desarrollo de ambos pueblos. Städtepartnerschaft bedeutet für mich, wir alten Menschen halten zusammen. Wir tauschen unsere Erfahrungen aus, lernen voneinander und kämpfen gemeinsam für unsere Rechte. Zum Beispiel in Treptow-Köpenick im Rahmen der Kiezclubs und in Cajamarca im Rahmen von SIAM. Ich jedenfalls freue mich auf weitere gute Zusammenarbeit. Die Städtepartnerschaft bedeutet für mich solidarische Freundschaft und gemeinsames Engagement zwischen verbrüderten Völkern. Die Städtepartnerschaft mit Cajamarca in Peru bedeutet für mich, über die Grenzen von Treptow-Köpenick hinauszublicken und das schon seit vielen Jahren. Unser gemeinsames Engagement an diesem Projekt zeigt mir, dass wir zusammen Ziele verfolgen, obwohl Tausende von Kilometern zwischen uns liegen. Dabei haben wir die Menschen im Blick und ihre Lebensbedingungen. Diese wollen wir verbessern, in Cajamarca, in Treptow-Köpenick und weltweit, nachhaltig. Para mí el hermanamiento significa compartir experiencias pedagógicas para mejorar la calidad educativa de nuestros estudiantes. Städtepartnerschaft bedeutet für uns eine enge Freundschaft mit ganz großartigen Menschen am anderen Ende der Welt zu erleben und zu sehen, wie wichtig es ist, das Lachen unserer Kinder überall auf der Welt zu hören. Hola! Esperamos que las respuestas tan diferentes los hayan inspirado. Wir hoffen, dass diese vielen unterschiedlichen Antworten Sie inspirieren konnten. Ich glaube, dieses Video zeigt uns einen Einblick
in die Vielfalt der Menschen, die sich an der städtischen Partnerschaft beteiligen. Ich möchte jetzt einen weiteren Musikbeitrag aus Treptow-Köpenick beisteuern. Wir werden das Lied einer deutschen Interpretin, Leona Heine, hören. Bitte das Video. Es gibt so vieles, was mich hier und da interessiert. Doch frage ich mich jedes Mal, ist nicht vieles zu viel? Hab ich wirklich jeden Weg genommen, der vor mir lag? Oder drehe ich jetzt lieber wieder um und genieße den Tag? So oder so. Gibt es jemand, der sagt, gib nicht auf und halt dich fest an dem, was du sagst. Nimm mich mit auf deine Reise durch jeden einzelnen Tag. Du, 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 du. Nimm mich mit auf deine Reise durch jeden einzelnen Tag. Überall auf dieser Welt hört man das, was man nicht will. Alles schneller, weiter, höher, weiter, auf der Leiter fällt man oft schnell. Ich mal mir meine Welt, wie sie mir gefällt, der Rest flieht davon. Fort von allem Schweren und Bequemen ohne ein einziges Wort. So oder so. Gibt es jemand, der sagt, gib nicht ab und halt dich fest an dem, was du sagst. Nimm mich mit auf deine Reise durch jeden einzelnen Tag. Du, 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 du. Nimm mich mit auf deine Reise durch jeden einzelnen Tag. Gib nicht auf und halt dich fest an dem, was du sagst. Nimm mich mit auf deine Reise durch jeden einzelnen Tag. Esperamos que la canción de Leona. Wir hoffen, dass auch das Lied von Leona Ihnen gefallen hat. Wir kommen zum nächsten Block. Hier geht es um Treptow-Köpenick. Und hier werde ich jetzt Deutsch sprechen, um mich direkt an die Vertreter Deutschlands in ihrer Sprache zu wenden. Vom Bürgermeister von Treptow-Köpenick hören, Herr Oliver Igel. Also bitte schön, Herr Igel, Sie haben das Wort. Vielen herzlichen Dank, Exzellenzen, meine Herren Bürgermeister, liebe Freundinnen und Freunde der Städtepartnerschaft. Herzlichen Dank für die bis jetzt schon grandiose Veranstaltung, die diese Städtepartnerschaft zwischen unseren beiden Regionen angemessen würdigt. Mehr als 11.000 Kilometer liegen zwischen uns, zwischen Caramaca und Treptow-Köpenick. Und es ist gelungen, durch ganz viele Menschen, viele von Ihnen sehe ich heute hier in dieser Videokonferenz, durch ganz viele Menschen eine Brücke zu bauen, die nicht nur den Atlantischen Ozean mit einer Spur überbrückt, sondern auch zurückführt in beide Richtungen. Und diese menschliche Brücke, da sehe ich Kinder, da sehe ich Jugendliche, da sehe ich ganz viele Seniorinnen und Senioren, da sehe ich Mitarbeiter der Verwaltung und viele, viele andere Engagierte, die gesagt haben, wir machen aus dieser Entfernung eine Nähe, eine menschliche Nähe. Und wir betrachten jetzt gemeinsam diese Brücke zwischen Caramaca und Treptow-Köpenick, die von beiden Richtungen aus gebaut wurde und feststeht seither.
Und es war nicht nur eine Brücke, die man hoch und runter geht, sondern diese Brücke ist auch immer mit der Zeit gegangen. Denn unser gemeinsames Ziel ist eine gute Welt für die nächsten Generationen zu entwickeln. Deswegen ist prägend das Thema Nachhaltigkeit für diese Städtepartnerschaft. Die Partnerschaft ist nachhaltig und sie hat sich der Nachhaltigkeit verschrieben. Dafür gilt allen Beteiligten mein ganz herzlicher Dank. Ja, und viele Themen haben uns immer wieder auch neu erfinden lassen, diese Partnerschaft. Und diese Partnerschaft ist so stark, dass uns auch aktuell die Coronavirus-Pandemie nicht zu einer Entfernung führt, sondern auch zu einer Nähe. Es ist eben nicht selbstverständlich, dass in dieser Zeit die Partnerschaftsvereinbarung aktualisiert werden konnte, mit neuen Ideen belebt werden konnte und wir heute hier die Unterzeichnung der Aktualisierung dieser Partnerschaftsvereinbarung begehen können. Das ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Dahinter stehen sehr viele Menschen, die daran gearbeitet haben. Auf der Seite von Caramarca und auf der Seite von Treptow-Köpenick. Ich erinnere mich sehr gerne an meine beiden Besuche in Caramarca. Was mich besonders geprägt hat, war die Herzlichkeit. Die Herzlichkeit der Menschen. Das Lachen der Kinder, die Umarmung der Älteren, das Singen, das Tanzen. Man wurde hineingezogen in die Herzlichkeit, in die Lebendigkeit der Menschen in Caramarca. Für diese Erfahrung bin ich sehr dankbar und sie motiviert auch unheimlich, diese Partnerschaft unbedingt fortzusetzen und auch als Vorbild für andere Partnerschaften zu dienen. Und die aktuellen Situationen haben, wie gesagt, nicht zu einer Entfernung zwischen unseren Regionen geführt, sondern neue Ideen geschaffen, wie wir die Partnerschaft immer wieder neu erfinden können, immer wieder neu beleben können. Auch wenn wir uns jetzt leider nicht treffen können, hier in Treptow-Köpenick, erinnert uns auch jeden Tag ein Stück etwas an Caramarca. Hier im Rathaus Köpenick gibt es ein Caramarca-Zimmer, wunderbar ausgeschmückt mit Utensilien, mit Erinnerungen aus Caramarca. Wir haben einen Platz an einem Bahnhof nach Caramarca benannt. Wir wollen auch in verschiedenen Einrichtungen immer wieder unsere Partnerschaft lebendig machen. Dazu gehören unsere Seniorenfreizeiteinrichtungen und eben auch unsere Kindergärten. Und wir tun auch ganz aktiv etwas. Wir haben uns etwas von Caramarca abgeschaut, nämlich die Seniorenolympiade. Seit nunmehr 2 Jahren haben wir diese Idee aus Caramarca aufgegriffen und machen gemeinsam olympisch Sport. Und es hat schon Medaillen geregnet für ganz, ganz viele, die froh und glücklich sind, auch mal Olympiasiegerin oder Olympiasieger zu sein. Diese Idee haben wir aus Caramarca aufgegriffen und ich bin mir sicher, es werden noch viele Ideen folgen, die wir gemeinsam angehen wollen. In diesem Sinne meinen herzlichen Dank an alle diejenigen, die diese Brücke in den vergangenen 23 Jahren nicht nur gebaut haben, sondern sie auch immer wieder instand gehalten haben und immer wieder etwas Neues gefunden und erfunden haben, was diese Brücke stärkt. Und auch in Zukunft stärken soll. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Igel, für diese inspirierende Wörter und für diese schöne grafische Darstellung der Partnerschaft als eine Brücke. Genauso wie bei den Partnern in Caramarca gibt es auch in Treptow-Köpenick viele wichtige Akteure, die eine wesentliche Rolle in dieser Beziehung spielen und die zu einer sehr erfolgreiche Durchführung der Kooperation beitragen. Und jetzt werden wir ein paar Wörter von Michael Schrick als Vertreter der Zivilgesellschaft hören.
der seit dem Anfang der Städtepartnerschaft dabei ist und uns einen ausführlichen Überblick dieser grenzüberschreitenden Freundschaft geben kann. Also bitte, Michel, du hast jetzt das Wort. Ja, vielen Dank. Eigentlich haben ja alle schon alles gesagt, aber ich habe auch eine kleine Rede vorbereitet und die will ich jetzt einfach mal halten. Wir haben ja jetzt sehr viel über die vergangenen 23 Jahre in der Städtepartnerschaft gehört, über Erfolge, über weniger Gelungenes. Wir haben gelernt, dass zu einer gut funktionierenden Städtepartnerschaft mindestens 4 aktive Partner gehören: die Verwaltungen und die Zivilgesellschaft in beiden Partnerstädten. Wenn es um eine der 4 Säulen mal etwas ruhiger wird, ist es umso wichtiger, dass die 3 anderen weiter aktiv bleiben. Ich glaube, wir können auf die erreichte Kontinuität und die erzielten Ergebnisse durchaus stolz sein. Eine kurze Geschichte der Städtepartnerschaft werden wir am Ende dieser Veranstaltung in einer kleinen Diaserie sehen. Seit einem Jahr ist die Pandemie unsere ständige Begleiterin. Reisen und persönliche Kontakte sind nicht mehr möglich. Wir haben gelernt, uns virtuell zu begegnen, was dafür gesorgt hat, dass wir in vielen Bereichen mehr direkten Austausch haben als vorher. Die Kindergärten stehen im engen digitalen Kontakt. Die gemeinsame außerschulische Bildungsarbeit nimmt Fahrt auf. Unsere Bindungen sind stärker geworden und hoffentlich kann auch die von Oliver Igel erwähnte Senioren-Olympiade in diesem Jahr wieder in Cajamarca und in Treptow-Köpenick stattfinden. Mit dem aktualisierten Abkommen zur Städtepartnerschaft, das die beiden Bürgermeister gleich unterschreiben werden, beziehen wir die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen in die gemeinsamen Aktivitäten mit ein. Ich möchte exemplarisch einige Ziele herausgreifen: Gesundheit und Wohlergehen. Das 3. UN-Nachhaltigkeitsziel ist in Pandemiezeiten noch aktueller als vorher. Mit dem Projekt Gemeinsam gegen Covid-19 in Cajamarca haben sich das Land Berlin und die Arbeitsgruppe Städtepartnerschaft an einem umfangreichen Programm der Vorsorge und der Einkommensbeschaffung beteiligt. Wir haben eben schon von den Erfolgen gehört. Das ambitionierte Programm war ursprünglich auf das letzte Jahr befristet, wird aber in Cajamarca weitergeführt. Es gibt auch schon Nachfragen aus anderen Teilen Perus nach den Radiospots, nach den Biogärten der Seniorinnen und Senioren und den anderen Aktivitäten. An dieser Stelle ist der Landesstelle für Entwicklungszusammenarbeit in Berlin für ihre großzügige finanzielle Unterstützung im letzten Jahr zu danken. Durch die angestoßenen Maßnahmen und die Eigeninitiative aus Cajamarca können die Aktivitäten ohne Berliner Unterstützung in diesem Jahr fortgeführt werden. Das ist gelebte Nachhaltigkeit. Uns wird dieses Thema natürlich auch weiterhin in der Städtepartnerschaft beschäftigen. Verantwortliche Konsum- und Produktionsmuster. Mit dem 12. Ziel wollen wir gemeinsam erreichen, dass sich in der Verwaltung und der Zivilgesellschaft in Cajamarca und in Treptow-Köpenick der Gedanke des fairen Handels weiter durchsetzt. Mit der wohlschmeckenden Treptow-Köpenicker Bohne können wir mittlerweile einen ökofairen Bezirkscafé anbieten, dessen Bohnen zu 75% aus der Region Cajamarca kommen. Auch der Kakao für die Berliner Hauptstadtschokolade kommt teilweise aus der Region Cajamarca. Bei beiden Produkten würden wir uns eine nachhaltig steigende Verbreitung wünschen. Verwaltung und Einzelhandel haben hier noch eine Menge Luft nach oben. Leider ist die Produktionskette noch so aufgebaut, dass die Bohnen in Peru nur angebaut, geerntet und dann exportiert werden. Der Kaffee und die Schokolade werden in Deutschland hergestellt. Möglicherweise lässt sich das ja auch noch ändern. Und vielleicht können wir demnächst auch ökofaire Produkte in Berlin anbieten, die komplett in Peru hergestellt werden, wie beispielsweise Trockenfrüchte. Generationengerechtigkeit. Mit Themen wie Bildung, Inklusion und lebenslanges Lernen kommt die Generationengerechtigkeit gleich in mehreren Nachhaltigkeitszielen vor. Die 4 Kindergärten in Cajamarca und Treptow-Köpenick können hoffentlich im nächsten Jahr den fröhlichen und erfolgreichen persönlichen Austausch aus 2019
geimpft und zuversichtlich fortsetzen. Der Technische Jugendbildungsverein in Praxis in Wendenschloss hat vor kurzem eine motivierte spanische Muttersprachlerin eingestellt, sodass einer Vertiefung der Kontakte mit Mikanto in Cajamarca hoffentlich nichts mehr im Weg steht. Und neben der schon erwähnten gemeinsamen Olympiade der Seniorinnen und Senioren können sich demnächst hoffentlich auch die Kiezclubs und Seniorengruppen in beiden Städten verstärkt austauschen. Wir sind auch optimistisch, dass es in allen Bereichen zu einem stärkeren Austausch zwischen den Generationen kommt. Partnerschaften zur Erreichung der Ziele. Dieses 17. und letzte Ziel zieht sich seit 1998, schon vor der Verabschiedung der SDGs, als roter Faden durch unsere gemeinsame Arbeit. Und damit bin ich wieder an meinem Ausgangspunkt. Wir haben gelernt, dass Konsequenz und Beharrlichkeit, aber auch Freundschaft, Vertrauen und Humor viel bewirken können. Dass wir mit unseren Aktivitäten neue Partner gewonnen haben. Dass wir in beiden Städten unseren Beitrag geleistet haben, Städtepartnerschaft zu leben und nach außen sichtbar zu machen. Dass die Verwaltung, und ich sage das jetzt aus der Sicht der Zivilgesellschaft, öfter mal Impulse von außen gut vertragen kann. Das Erreichte ist für uns gleichzeitig auch eine Verpflichtung für die Zukunft, für die nächsten 20 Jahre. Ich danke allen Beteiligten in beiden Städten, in Verwaltung und Zivilgesellschaft, für ihre Unterstützung, ihren Einsatz und ihre Ausdauer. Gern zitiere ich an dieser Stelle die Worte unserer Kollegin Sonja Eichmann zum 20-jährigen Jubiläum. Lassen Sie uns gemeinsam darauf hinwirken, die nächsten 20 Jahre Städtepartnerschaft mit Freude, guten Ideen und Menschlichkeit zu bestreiten. In diesem Sinne freue ich mich schon auf die weitere gute Zusammenarbeit mit allen Beteiligten in Cajamarca und in Treptow-Köpenick. Vielen, vielen Dank, Michael, für diesen detaillierten Abriss. Es ist auch sehr schön zu hören, dass eine Implementierung von Maßnahmen, die auf die Agenda 2030 basieren, schon im Gang ist. Und genau, jetzt werde ich nochmal auf Spanisch wechseln. Muy bien. Hemos hablado bastante de lo que ha sido este hermanamiento en los últimos 23 años. Wir haben jetzt sehr viel über die Städtepartnerschaft in den letzten 23 Jahren gesprochen, über diese Zusammenarbeit, und wir haben viel gehört über die Hoffnungen, die sich ergeben für die Weiterführung dieser Freundschaft und der erfolgreichen Projekte. Das heißt, das ist alles sehr positiv. Wir haben sehr schöne Erinnerungen an die Vergangenheit und Hoffnungen für die Zukunft. Und da kommen wir jetzt zu dem wichtigsten Moment dieses Nachmittags. Das ist der Moment, wo die beiden Bürgermeister, Andrés Villar aus Cajamarca und der Bürgermeister Elover Diegel aus Treptow-Köpenick, die Aktualisierung der Partnerschaftsvereinbarung unterzeichnen werden. Ich bitte alle, dass sie die Mikrofone ausschalten, außer die beiden Bürgermeister. Und wir werden jetzt sehen, wie beide die Aktualisierung der Vereinbarung unterzeichnen werden. Ich freue mich ganz besonders, bei dieser Unterzeichnung einen Stift aus Peru nutzen zu dürfen, nämlich vom Verein Mikanto, den ich bei einem Besuch geschenkt bekommen habe. Es sind wunderbare Jugendpuppen und es ist eine sehr schöne Erinnerung. Und diese Erinnerung kommt jetzt für die Zukunft in Einsatz, nämlich bei der Unterzeichnung unserer neuen aktualisierten Städtepartnerschaftsvereinbarung. Vielen Dank an alle, die bei dieser Vereinbarung mitgewirkt haben. El señor Villar, ¿quiere decir usted unas palabras? Herr Villar, möchten Sie etwas sagen? Ja,
Ich möchte mich noch einmal bedanken beim Bezirk Treptow Köpenick und vielen Dank an Oliver Igel. Es gibt dieses große Engagement, dass wir unsere gemeinsamen Aktivitäten weiterführen können. Es ist sehr wichtig, dass wir diese Städtepartnerschaft haben, dass sie nachhaltig sein kann in unseren Zeiten. Und wir müssen uns abstimmen, welche Aktivitäten wir im Rahmen der Ziele für nachhaltige Entwicklung gestalten wollen, mit der Beteiligung der Zivilgesellschaft. Es geht nicht nur um die NGOs, sondern auch insgesamt um die gesamte Gesellschaft. Vielen Dank. Vielen Dank den beiden Bürgermeistern. Und ich möchte unterstreichen, dass wir eine neue Etappe der Städtepartnerschaft einleiten mit der Unterzeichnung des Abkommens. Da sollte man einen virtuellen Applaus leisten. Das sehen wir dann über den Zoom. Vielen Dank den beiden. Und wir hören jetzt einige Worte von Sonja, die bei der Koordinierung von CIAM, dem Zentrum für Seniorenarbeit, arbeitet. Und sie wird uns noch einige Details dazu geben, was diese Veranstaltung bedeutet, bei der wir heute anwesend sind und welche Errungenschaften es gibt. Sonja. Guten Tag, guten Abend vielleicht nach Deutschland. Lieber Herr Bürgermeister aus Cajamarca und Treptow Köpenick, sehr geehrter Herr Botschafter, liebe Vertreter der Zivilgesellschaft und aus den lokalen Regierungen und selbstverständlich auch an die ehemaligen Bürgermeister aus Cajamarca und Treptow Köpenick. Zum ersten Mal trafen sich Bürgermeister Andrés Villarnarro und Bürgermeister Oliver Igel mit ihren Teams aus Mitarbeitern der Kommunalverwaltung und der Zivilgesellschaft per Skype-Videokonferenz, um die Städtepartnerschaft zu erneuern und Arbeitspläne in den Bereichen Bildung, nachhaltige Entwicklung, Gesundheit und Soziales zu besprechen. Unsere Vereinbarung hat kein Verfallsdatum, aber wir mussten sie aktualisieren und die globalen Ziele zur Beseitigung der Armut, zum Schutz des Planeten und zur Sicherung des Wohlergehens aller als Teil der neuen Agenda 2030 und der 17 von den Vereinten Nationen festgelegten Ziele für nachhaltige Entwicklung zu garantieren. Die Erneuerung der Vereinbarung wurde möglich dank der gemeinsamen Arbeit der beiden Teams aus Zivilgesellschaft und der Verwaltung aus Treptow Köpenick und Cajamarca. Dank des Internets sind der Kommunikation keine Grenzen mehr gesetzt. Diese sozialen Instrumente ermöglichen uns den Austausch von Erfahrungen und Informationen. Sie ermöglichen uns den Kontakt zu Menschen, die wir nicht kannten. Freundschaft und Solidarität haben die Grenzen von Entfernung, Zeit und Sprache überwunden. Nachdem wir seit 3 Jahren auf gemeinsamen virtuellen Plattformen Arbeitspläne entworfen haben, können wir heute sagen, Ziel erreicht. Und danken Sonja Eichmann, Tatjana Kalari, Dennis Lumme, Monika Menk, Michael Schrick, Cora Steckel und der gesamten Partnerschaftsgruppe für ihre Geduld. Heute, am 23. März 2021, verkünden 2 Bürgermeister, Oliver Igel aus Treptow Köpenick und Andrés Villar aus Cajamarca, erneut ihre Zusammenarbeit, um sich gemeinsam für Chancengleichheit, soziale Gerechtigkeit und nachhaltige Entwicklung ihrer Herkunftsorte einzusetzen. Wichtige Ereignisse. Es gab tatsächlich viele. Ich hoffe, die Zeit wird reichen, sie zu benennen. Oder ich beschränke mich hier auf einige wichtige. Am 20. Mai 2018 wurde der Park und der Saal Treptow Köpenick als Zeichen der Verbundenheit und als Symbol der Städtepartnerschaft zwischen den beiden Orten eingeweiht, mit dem Clarinspieler und dem Berliner Bären als den Symbolen beider Orte. 2018 fand der Erfahrungsaustausch zwischen dem Koordinator des CIAM, der Provinzverwaltung Cajamarca und der Vorsitzenden Monika Menk in Berlin statt, um Arbeitspläne und die Inklusion älterer Menschen in das gesellschaftliche Leben zu entwickeln. Heute finden die Senioren-Olympiaden beider Gemeinden gleichzeitig jeden 1. Oktober statt.
Das erste Projekt mit der Zivilgesellschaft, gemeinsam gegen Covid-19 in Cajamarca, Peru, war ein erfolgreiches soziales Projekt, insbesondere durch die Ausrichtung auf gefährdete ältere Menschen, wofür uns die Glückwünsche und die Dankbarkeit der Basisorganisation in Cajamarca erreichten, wofür wir dem Land Berlin für die finanzielle Unterstützung, auch durch den Bezirk Triplo-Köpenick und die Zivilgesellschaft der Städtepartnerschaft danken möchten. Das Projekt kam 1500 Bürgerinnen in den innerstädtischen, peripheren und ländlichen Gebieten der Provinz Cajamarca direkt zugute. Mehr als 10.000 Menschen indirekt. Die Aufklärung und die Prävention über Covid-19 erfolgte über Grafiken, Videos, Werbespots und über die Webseite, wo über Maßnahmen informiert wurde. 3.000 Masken wurden in der Nähwerkstatt von Mikanto hergestellt. Diese Herstellung der Masken hat den Mädchen und ihren Familien in dieser Zeit der Pandemie wirtschaftlich geholfen. Jetzt stellen sie aber nicht nur Masken her, sondern auch verschiedene Arten von Textilien. Die Einrichtung von 6 Biogärten für die ältere Bevölkerung in den Dörfern Venezia, Tartarchico, Huacariz, La Pacha und für die älteren Insassen des Strafvollzugs Huacariz verbesserte die Ernährungssituation und ein wenig auch ihre Einkommenssituation. Sie kamen in Kontakt, sie teilten Techniken und Erfahrungen mit Technikern und Ingenieuren, die alle Phasen von Anbau, Ernte und Vermarktung der Erzeugnisse begleiteten. Ich möchte hiermit die Dankbarkeit der Zielgruppen übermitteln und gleichzeitig ihre Erwartungen kommunizieren, an weiteren Aktivitäten teilnehmen zu können, die die Einkommenssituation ihrer Familien mit generationsübergreifenden Strategien und nachhaltiger Entwicklung weiter verbessern können. Die erste und zweite chirurgisch-onkologische Kampagne Cajamarca Berlin fand im Regionalkrankenhaus von Cajamarca statt und war ein Fachaustausch über wichtige medizinisch-chirurgische Erfahrungen unter der Leitung von Dr. Armin Wagner, Dr. Marius Enzenstadler und Mechild Paul, die sich mit Dr. Lenin Fernandez Rosas, Dr. Enrique Cruz, Dr. Maribel Hurtado und Liz Tasilla in den Monaten Februar 2019 und Oktober 2020 trafen und austauschten. Das war sehr wichtig, insbesondere für die besonders gefährdete Bevölkerung Cajamarcas. Die Ärzte Dr. Lenin Fernandez und die Krankenschwester Nursing Angi Carol führten Hospitationen im Regionalkrankenhaus in Berlin durch, in Hippigshöhe und Waldfriede. Weiterbildung im Rahmen des von der deutschen Regierung geförderten Programms Kommunale Partnerschaft für Nachhaltigkeit, der Servicestelle Kommunen in der einen Welt von Engagement Global, an dem als Gäste teilnahmen José Rodríguez Portal und Consuelo Abando Muñoz für die Kommunalverwaltung von Cajamarca und Jorge Castañeda für die zivilgesellschaftliche Gruppe der Städtepartnerschaft Triplo-Köpenick Cajamarca. Fachaustausch zu pädagogischen Erfahrungen und Praktika zwischen Erzieherinnen der Kindergärten 105 und 17 von Cajamarca und dem kleinen Fratz und dem Waldspielhaus von Triplo-Köpenick. Das sind einige der vielen Beispiele und Projekte, die wir in den vergangenen Jahren durchgeführt haben. Ich danke herzlich für die Erneuerung der Partnerschaftsvereinbarung. Ich danke allen Beteiligten, auch aus der Zivilgesellschaft, durch ihr Engagement, diese Arbeit zu unterstützen und dies möglich gemacht haben, dass wir heute zusammenkommen, um die neue Vereinbarung zu unterzeichnen. Herzlichen Dank, Sonja, dass du nochmal all diese unterschiedlichen Projekte erwähnt und erläutert hast, die alle dazu beigetragen haben, das Leben der Betroffenen zu verbessern. Wir wollen jetzt noch einmal einige Bilder sehen, die uns persönliche Erfahrungen zeigen, aber auch Einblick in die unterschiedlichen Kulturen geben. Und das zu einem Zeitpunkt, wo wir auseinandergerückt sind, zumindest in unserem Alltag. Und es ist wichtig, dass wir uns in dieser schwierigen Zeit daran erinnern, dass Nähe doch durchaus möglich ist. Michael hat einige Bilder der Vergangenheit zusammengestellt aus den letzten 23 Jahren. Und er wird sie uns jetzt im Anschluss gleich zeigen.
Ich sag mal vereinzelt was dazu, aber nur selten. Ich habe in den 23 Jahren natürlich viele Fotos gemacht und davon möchte ich jetzt einige teilen. Moment. Das war die Unterschrift unter die Partnerschaftsvereinbarung. Und vorher wurden wir in ein Dorf gebracht, in dem erstmals der elektrische Strom eingeweiht wurde. Das war für uns, die wir also seit unserer Kindheit mit Strom leben, schon eine beeindruckende Erfahrung, mal zu sehen, wie es anderswo in der Welt aussieht. Der Austausch einer Jugendtheatergruppe hat auch zu persönlichen Kontakten geführt, die teilweise noch fortdauern. Und in dieser Kneipe in Cajamarca haben wir viele Stunden verbracht und sind uns als Freunde näher gekommen, auch mit Hilfe von einigen alkoholischen Getränken. Die ersten, die rüberfuhren, waren unsere Kindergärten. Und die ersten, die zurückkamen, waren auch die Kindergärtnerinnen, die dann ihre Ex-Kollegin aus Köln wieder getroffen haben. Wir haben dann zusammen einen Ausflug in den Spreewald gemacht und mussten da erstmal auf das Wiedersehen anstoßen. Immer wieder die Kindergärten, die uns in diesen Jahren also viel Freude gemacht haben. Ein Schulaustausch von 2007. Dann sind wir 2008 zum 10-Jährigen nach Cajamarca gefahren, hatten dort auch nicht nur viele persönliche Treffen, sondern auch einen Workshop zur Zukunft der Städtepartnerschaft. Das Gesundheitswesen und auch die Behindertenarbeit war immer ein Thema, insbesondere für Ida Bayer und Christa Stark natürlich. Das ist der Gegenbesuch von den Schülern aus dem Colegio San Vicente de Paul, leider erst 3 Jahre später. Eine Weile konnten junge Leute aus Treptow-Köpenick auch freiwillige soziale Jahre in Cajamarca machen, was viele dauerhaft geprägt hat. Und im Rahmen verschiedener Programme haben wir uns dann auch noch anderweitig ausgetauscht. Hier zum Beispiel mit dem Programm ASA Kommunal, Bürgerhaushalte leben von der Beteiligung. Die Senioren wurden mehrfach erwähnt und Seniorinnen, die uns auch in den letzten Jahren immer wieder begleitet haben. Und auch mit der Servicestelle Kommunen in der einen Welt hatten wir immer viel zu tun. Hier ist eine gemischte Delegation gerade auf einer Konferenz in Frankfurt am Main.
eben schon erwähnt, die Einweihung des Treptow-Köpenick-Parks in Cajamarca mit dem Klarinspieler rechts und dem Berliner Bären etwas groß geraten links und netten kleinen Besuchen, die wir überall noch gemacht haben. Und der Auftakt zu einer etwas intensiveren Etappe der Seniorinnen- und Seniorenarbeit war der Besuch von Samuel Tucto und José Ricardo Rodríguez im Oktober 2018, wo dann verschiedene Senioreneinrichtungen besucht wurden. Das Jahr darauf besuchten uns dann gleich 7 Kindergärtnerinnen aus Cajamarca. Und wir konnten gemeinsam die Senioren-Olympiade zeitgleich dann durchführen. Und viel gehört haben wir eben von dem Projekt Gemeinsam gegen Covid-19 in Cajamarca. Da teile ich auch noch mal ein paar Bilder. Hier geht es um die erwähnten Biogärten, die 6 Biogärten der Seniorinnen und Senioren. Hier um das Maskennähen bei Mikanto. Und hier um die Informations- und Aufklärungsarbeit, die geleistet wurde. Ja, auch schon erwähnt, die kommunalen Nachhaltigkeitspartnerschaften mit Lateinamerika, der Servicestelle Kommunen in der einen Welt. Das sind 11 Städte in Deutschland und 11 Gemeinden in Lateinamerika in verschiedenen Ländern, die jetzt miteinander in Kontakt getreten sind und die leider nur virtuell sich gemeinsam helfen wollen bei der Umsetzung der Agenda 2030. Ja, und das war es dann schon, diese kleine Schau. Ich danke allen dafür, dass wir so lange durchgehalten haben und hoffe, dass wir das noch weitere 23 Jahre oder noch mehr schaffen werden. Und freue mich auch auf die weitere Zusammenarbeit. Muchas gracias, Michael, por mostrarnos este álbum tan completo. Esperemos que esta foto... Vielen Dank, Michael, für diese umfangreiche Darstellung. Ich hoffe, dass Ihnen die Bilder gefallen haben und Ihnen auch gute Erinnerungen wachrufen konnten. Ich weiß nicht, ob es noch Kommentare und Anmerkungen gibt. Wenn jemand etwas sagen möchte, dann ist jetzt die Möglichkeit. Ich werde jetzt im Chat schauen, ob jemand die Hand gehoben hat und einen Beitrag leisten möchte. Nancy? ¿Quieres decir algo? Nancy, ¿möchtest du was sagen? Ja, ganz herzliche Grüße und Glückwünsche an unsere Bürgermeister aus Cajamarca und Treptow-Köpenick für diese gute Erfahrung, die nun weitergeht dank der Unterzeichnung der Vereinbarung. Ich hoffe, dass wir weiter so gut auch mit der Verwaltung und mit den Zivilgesellschaften zur positiven Entwicklung der Bürgerinnen und Bürger in beiden Gemeinden weiterarbeiten können. Herzlichen Dank dafür, dass Sie sich so einbringen. Vielen Dank. Vielen Dank, Nancy. Am Anfang habe ich ja schon gesagt, wir haben noch 2 besondere Gäste, nämlich die erste Partnerschaftsvereinbarung unterzeichneten. Daher bitte ich nun die beiden ehemaligen Bürgermeister, ganz kurze 1 bis 2-minütige Beiträge zu geben. Vielleicht möchte Dr. Ulbricht beginnen.
Ich grüße alle ganz herzlich. Ich freue mich, dass ich an dieser Veranstaltung teilnehmen kann. Können Sie mich hören? Ja. Ja. Und ich freue mich ganz besonders, Lucho Guerrera zu sehen oder gesehen zu haben auf einem kleinen Bild, auf meinem Bildschirm. Denn es war eine wunderbare Zeit mit ihm. Wir haben uns ja beim Weltbürgermeistertreffen 1995 getroffen und dort gemeinsam mit den Mitgliedern unseres Forums für Umwelt und Entwicklung in Köpenick verständigt, dass wir zusammenarbeiten wollen. Das war ein wunderbarer Beginn. Wir waren alle sehr euphorisch und es war uns klar, dass wir eine Städtepartnerschaft auf Augenhöhe haben wollen. Das heißt nicht, dass reiche Köpenick dem armen Karamaka etwas bringt, sondern dass wir zusammenarbeiten wollen. Und es war uns klar, dass beim Thema Partizipation im Rahmen der lokalen Agenda 21 Karamaka wesentlich weiter war als wir und wir also lernen konnten. Ich denke, dass das Thema Klimaentwicklung, Klimaschutz, Klimaforschung immer aktueller geworden ist in den Jahren dieser Partnerschaft und dass es heute ganz dringend auf der Tagesordnung steht. Und ich hoffe sehr, dass die Partnerschaft zwischen Köpenick und Karamaka dazu beiträgt, dass Menschen auf beiden Seiten klar wird, worum es in dieser Zeit geht. Und ich denke, dass auch das Beispiel der Zivilgesellschaften, dringend einer Verstärkung benötigt. Also, dass die Zivilgesellschaften gestärkt werden müssen. Dafür ist auch diese Partnerschaft, besteht diese Partnerschaft. Ich freue mich, dass Lucho hier ist und hoffe sehr, dass er auch noch ein paar Worte sagt. Denn ich denke, dass wir eine sehr gute Partnerschaft einmal begründet haben. Und Michael hat es schon gesagt, bei dem ersten Besuch, ich war zweimal in Karamaka, beim ersten Besuch in Karamaka hat Lucho uns Karamaka und die ganze Provinz gezeigt und uns natürlich mit ganz vielen Leuten bekannt gemacht. Ich kann das nur wiederholen, was Oliver Igel vorhin gesagt hat. Also die Menschen, denen man da ins Gesicht sieht, die gucken nicht weg, sondern die strahlen zurück und sind sehr freundlich und herzlich. Und das Erlebnis mit dem Strom, der angeschaltet wurde und ich durfte den Schalter bewegen, damit das Dorf in der Provinz Karamaka Strom bekam, das hat mich eigentlich nachhaltig beeinflusst. Ich denke, dass ab da meine Handlungen irgendwie in einem anderen Rahmen zu sehen waren und in einen anderen Rahmen gekommen sind. Es war uns natürlich klar, wir können die Probleme nur lösen, wenn wir zusammenarbeiten und gemeinsam etwas tun. Und ihr könnt nur Strom haben, wenn wir anfangen, ein bisschen bewusster mit Strom umzugehen. Insofern hat diese Partnerschaft sehr, sehr viele Facetten und sehr viele Dinge, die heutzutage fast noch wichtiger sind als damals vor inzwischen 25 Jahren. Ja, vielen Dank. Ich wünsche allen, die diese Partnerschaft tragen, weiterhin ein glückliches Händchen. Ich bedanke mich bei allen, die diese Partnerschaft bisher betreut und am Leben gehalten haben, trotz der großen Entfernung. Und ich wünsche sehr, dass diese Partnerschaft noch viele, viele Jahre hält und eher intensiviert wird. Dankeschön. Muchas, muchas gracias, señor Ulbricht. Vielen, vielen Dank, Herr Ulbricht, für diese Worte. Herr Guerrero, möchten Sie etwas sagen? Möchten Sie auch einige Worte an uns richten? Wir hören Sie noch nicht. Sie haben das Mikro, glaube ich, nicht an. Ja, natürlich. Ich bin sehr glücklich, Herrn Ulbricht zu sehen. Und ich bin so beeindruckt und so glücklich, Sie zu sehen. Wir haben uns 1995 getroffen. Wie viele Jahre sind da vergangen? Und heute kommen die jungen Bürgermeister und sie wiederholen etwas, was wir 1998 unterzeichnet haben. Das ist etwas Wundervolles, was sich entwickelt hat in Cajamarca und auch in Treptow-Köpenick. Und wir meinen, dass eine Regierung ja nicht nur durch Stimmen zustande kommt, sondern dass sie dann auch mit der Zivilgesellschaft zusammenarbeiten muss, um voranzukommen.
Und schaut, was heute wir sehen können, nach 23 Jahren, zwei junge Bürgermeister, die erneut diese Städtepartnerschaft unterzeichnen. Und dann zwei junge Leute wie Sonja und Michael, die seit all diesen Jahren hier weiterarbeiten. Sonja war eine ganz junge Mitarbeiterin und jetzt haben wir schon weiße Haare. Und es ist logisch, dass wir uns sehr freuen, dass diese Arbeit fortgesetzt wird. Die Völker der Welt werden nur glücklich sein können, wenn die Gesellschaft sich an der Regierung beteiligt. Tyrannei und Diktaturen lassen die Völker sich nicht beteiligen. 1995 hatten wir die Agenda 2021 und es ging darum, dass wir lokal agieren und global denken. Und jetzt haben wir die Agenda 2030 und wir hoffen, dass die Vereinten Nationen voranschreiten und nicht diese Ideen einschränken. Wir denken, dass es sehr wichtig ist, dass man in der Welt voranschreitet und nicht zurück. Wir müssen nach vorne schauen und wir brauchen es, dass die Gesellschaften gestärkt werden und dass die Völker und die Zivilgesellschaft Beteiligung zeigen. Und mit ihrer Beteiligung kann man mit den gleichen Ressourcen das sehr, sehr viel erreichen. Es war wunderbar, Sie alle zu sehen und ich beglückwünsche Sie. Es ist ein außergewöhnlicher Schritt, den Sie gehen und Sie geben der Welt ein Beispiel. Vielen Dank, ich fühle mich glücklich und ich hoffe, dass wir uns bald wirklich sehen können. Vielleicht kommen Sie nach Peru oder ich bin plötzlich dort bei euch. Und auf die ganz sicher werden wir hoffentlich die nächsten 20 Jahre arbeiten und dann wieder ein neues Abkommen unterzeichnen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Guerrero, für den Beitrag. Ja, man hat mir gesagt, dass Herr Igel die Hand gehoben hat. Vielleicht möchte er noch etwas sagen. Ich habe nur applaudiert. Ah, okay, super. Applaus. Ich möchte mich sehr, sehr herzlich bedanken bei allen, die heute da gewesen sind. Vielen Dank, Oliver Igel und Andres Villar. Vielen Dank auch Klaus Ulbricht und Lucho Guerrero und allen, die heute ihren Beitrag geleistet haben von Seiten der Zivilgesellschaft, vom Klimabündnis, das uns die Möglichkeit gegeben haben, Zoom zu nutzen. Vielen Dank für die technische Unterstützung und vielen Dank den Dolmetscherinnen Christina Fester und Bärbel Dielmann-Guttig, die uns während der gesamten Veranstaltung heute unterstützt haben. Vielen Dank an alle. Und damit sind wir am Ende unserer Veranstaltung angelangt. Ich würde mich freuen, wenn wir noch ein Foto schießen könnten als Zeichen der Städtepartnerschaft zwischen Cajamarca und Trepocöpenick. Deshalb bitten wir alle, dass sie posieren. Wir wollen einen Screenshot machen vom Bildschirm. Michael will einige Hinweise dazu geben. Also, wir sind ja sehr viele, also stellt euch in Position, damit wir alle auf dem Foto erscheinen. Michael, gibt es noch Hinweise dazu? Noch ein Danke an dich. Du hast ja allen möglichen Leuten gedankt, aber dir selber nicht. Das tue ich jetzt, hole ich nach im Namen aller, die hier dabei sind. War eine sehr gute Moderation. So, jetzt sind wir 51 Teilnehmer hier auf dem Bildschirm und wir würden gerne, dass wir diesen historischen Augenblick mal möglichst teilen können mit allen und dass in diesen Zeiten muss man das mit einem Screenshot machen. Also schaltet bitte alle, die es noch nicht gemacht habt, eure Videos ein. Beziehungsweise die es nicht wollen, die lassen es bleiben. So, und dann auf eurem Bildschirm. Wisst ihr, wie ein Screenshot geht? Ihr drückt auf diese FN-Taste. Unten links. Und gleichzeitig oben auf Druck. Dann müsste eigentlich ein Screenshot kommen. Stimmt das? Ich probiere es mal eben aus, ob das bei mir geklappt hat. Bueno, entonces yo diría que todos hacen cheese.
para hacer la captura de pantalla. Ja. Ja, so, uno, dos. Und ihr müsst es, wir müssen es zweimal machen, weil auf einen Bildschirm passen nur 25 Leute. Also nochmal, jetzt alle auf die FN-Taste und auf Druck und alle sagen Whisky oder Cheese. Jetzt eine Seite weiterblättern, das ist dieser Pfeil nach rechts, dieser blaue Pfeil nach rechts. Dann kommen die anderen. Da sehe ich einige, die noch nicht im Bildschirm sind. Bei manchen ist es übrigens auch die Windows-Taste und Druck. Also das ist, glaube ich, unterschiedlich. FN und Druck oder Windows und Druck. Jetzt probieren wir es nochmal. Alle sagen Whisky. Whisky. So, hat geklappt. Aber jetzt fehlt mir, nee, Moment. Bei mir ist es die FN-Taste. Und also am besten alle und dann gleich nochmal irgendwie in ein Dokument kopieren, sonst ist das Bild weg, weil das ja nur in die Zwischenablage gegangen ist. Bueno, yo creo que algunos, esperemos, consiguieron hacer una captura de pantalla y la idea es que si se la manden a Michael. Ich weiß nicht, einige haben es vielleicht jetzt geschafft. Andere können das vielleicht an Michael schicken, dann haben wir eine Erinnerung und eine Kollektion von Fotos